Hi Leute, ich habe mir gedacht, dass ich einen Jahresrückblick mache. Also viel Spaß mit meinem Jahresrückblick. Mein erstes Video kam am 20.02.2017 online. Da habe ich noch mit meiner Actioncam gefilmt. An sich war der Vlog ziemlich gut. Das hat auch Bruno in die Kommentare geschrieben. Wer ihn nicht kennt, er ist ein Blogger wie ich auch. Er hat momentan 1000 Abonnenten. Das war für mich damals ziemlich krass. Außerdem hieß dieser Kanal mal Blogging Vlogs. Apropos, gebt euch mal meine Stimme jetzt und dann vergleicht sie mal von früher. Nach dem Vlog habe ich erstmal Pause gemacht, weil ich schauen wollte, wie sie ankommen. Ich habe durch das Video 3 Abos bekommen, deswegen habe ich weiter gemacht. Ja, ab dem Vlog Schulausflug habe ich mit meiner Canon gefilmt. Die Kamera ist sehr schwer und auffällig. Allerdings habe ich trotz der Nachteile mit ihr gefilmt. Doch dann ist sie mir eines Tages runtergefallen. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Der Autofokus war am Arsch und der Auslöser auch. Das war halt ziemlich kacke. Ich bin dann zum Händler gefahren, die haben sie halt dann repariert. Mit der reparierten Kamera gab es dann wieder Vlogs. Aber ich war dieses Jahr oft krank und das hat mich abgehalten, Vlogs zu machen. Aber wo ich wieder gesund war, gab es wieder Vlogs, wo ich oft bei meinem besten Freund Tide war. Also der, wo immer aus dem Maul geflogen ist, beim Trampolin springen. Dann war es endlich soweit. Meine ersten Urlaub-Vlogs kamen am 10.06.2017 online. Dort war ich an der Ostsee. Ich habe sogar das ZDF Tränen gesehen. Ich durfte eigentlich nicht filmen, ich habe es dann aber trotzdem gemacht. Es war mega cool, aber ihr habt die Vlogs nicht so gefeiert, wie ich mir es so vorgestellt habe. Aber egal. Nach den Vlogs habe ich angefangen, hobbymäßig zu angeln. Ich finde es einfach mega cool und entspannt. Außerdem habe ich seit langem ein Salto gelernt. Nach ein paar Vlogs weiter habe ich langsam Felix von der Laden seine Musik benutzt. Zum Beispiel Neveda von Monsterkerl. Am 31.08.2017 gingen wir auf eine Kreuzfahrt. Das war mega mega cool, vor allem weil ich in London war. Am Anreisetag war ich einen Tag lang wach. Ich war eigentlich nicht so müde. In dieser Zeit sind auch die Abozahlen gestiegen. Dann kam eigentlich nur Infos. Doch dann am 2.12.2017 habe ich mir die Canon EOS 550D zugelegt. Das hat das Film deutlich verbessert. An diesem Tag hat mich auch Wege in einem Livestream erwähnt. Das war mega cool. Ich habe ihn dann natürlich auch erwähnt. An Weihnachten habe ich meinen größten Wunsch erfüllt. Ich bekam einen MacBook Air. Ja, am Ende des Jahres waren wir dann 24 Abonnenten. Und wenn ihr YouTube machen wollt, dann macht es einfach, weil ich habe es nie bereut. So Leute, ja, mein Stuhl quietscht ein bisschen, aber egal. Ich bin jetzt fertig mit dem Schnitt. Es hat mindestens 3 Stunden gedauert mit dem Schnitt, 2 Stunden diesen ganzen Text zu schreiben. Ich zeig den gerade euch nochmal. Ich habe nämlich dafür auch einen Text geschrieben, mein Jahresrückblick, und der ist nochmal hier. Also so lang ist der Text, ich kann nochmal ein bisschen runter scrollen. Also das ist schon etwas. Ja, und Aufen hat auch nochmal eine Stunde gedauert. So einen halben Tag circa hat es gedauert, dieses scheiß Video zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao.